reingeschaut. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut-Video. Mein Name ist Rotmac und heute schauen wir bei Besiege rein. Oder Besiege oder Besiege? Ich würde sagen Besiege. Ja, ein Spiel, das sehr speziell ist. Ihr werdet es gleich sehen. Es geht darum, dass wir uns Maschinen bauen, also Belagerungsmaschinen, und damit dann gewisse Häuser einreißen. Ja, ist so ein bisschen Sandbox-artig. Wir werden es gleich mal sehen. Wir haben hier diese Weltkugel und ihr seht, hier, das kommt in einem zukünftigen Update hier. Wir haben hier die Insel Y. Die können wir betreten. Hier können wir erst rein, wenn Y zerstört ist. Hier müssen wir auch irgendwas unlocken. Hier, das kommt in einem zukünftigen Feature. Ja, ihr seht, es ist noch nicht alles komplett. Ich habe auch noch gar nicht wirklich viel gespielt. Ganz kurz mal reingeschaut in das Video. In das Spiel. Und ja, wir starten jetzt hier mal mit Y. Und hier sind die verschiedenen Zonen, die man hier zerstören muss, quasi, ne? Bis hier hinten, bis zur großen Burg oder Schloss oder was das denn sein soll. So, wir beginnen aber hier unten. Ihr seht, das habe ich gar nicht freigeschaltet. Ich habe erst das erste Level gespielt. wir machen jetzt nochmal das erste Level, um das euch ein bisschen zu zeigen hier. Viel weiter war ich noch gar nicht. Und hier ist das Spiel. Ja, voilà, das ist das Spiel. Ganz simpel. Wir können hier in diesem Würfel drin, können wir unsere Belagerungsmaschine bauen und wir müssen dann dieses Haus zerstören, ja. Wir werden jetzt erst einmal das hier 1:1 nachbauen. Und zwar mal hier unten die Möglichkeit, verschiedene Materialien zu nehmen. So, und dann müssen wir die hier ansetzen. So, es ist ein ganz einfacher Baukasten. Ich habe es mit der Steuerung manchmal nicht so. Schon beim letzten Mal, als ich das ganz kurz angespielt habe, das ging nicht so ganz, wie ich das wollte teilweise. Mein Problem ist auch, ich bin technisch überhaupt nicht versiert, ja. Also ihr werdet dann gleich sehen, wir haben dann keine Hilfe mehr. Und was wir bauen können, hier drüben sieht man so ein bisschen in der Art, können wir es bauen. Dann können wir hier noch Räder ranmachen, ne. Ja, das ist dann in Zukunft nicht mehr vorhanden. Und dann hat der gute Rotmac ein Problem, weil er halt einfach absolut unkreativ ist und auch keine Ahnung von Technik hat und wie man das Ganze irgendwie aneinander reihen soll, damit das auch irgendwie Sinn macht. Ja? Aber dazu vielleicht später mehr. Wir können jetzt, wir haben jetzt das gebaut, jetzt können wir das Ding runtersetzen, so. Und jetzt können wir das mit den Pfeilen steuern. Ja, momentan nur nach vorne und zurück, wie ihr sehen könnt. Denn wir haben hier keine Gelenke dran an der Maschine, damit dass wir auch Kurven fahren können. Das kommt alles. Jetzt erst einmal geradeaus. Und bam. Wir haben das Haus zerstört. So, und ihr seht, wir können jetzt noch weitermachen. Das Ziel ist erreicht. Wir können aber noch weitermachen. Aber nur nach vorne und zurück fahren. Und ja, das Fahrzeug kann natürlich auch kaputt gehen. Die Räder können abfliegen, es kann alles zerstört werden. Das, ja, ist jetzt halt einfach nur so zum Schauen, wie das Ganze funktioniert. So, und dann machen wir auch gleich weiter, next soon. Also, Entschuldigung, nichts Besonderes. So, wir haben jetzt das gleiche Fahrzeug, das wir bereits gebaut haben. Können wir jetzt alles löschen. Wir haben hier oben ein Radiergummi, wir können auch die komplette Maschine löschen. Ja, es gibt dann auch gewisse Sachen, die ich noch nicht so ganz begriffen habe, was die sollen. Hier unten haben wir die Basics, da haben wir Blöcke. Dann haben wir hier die Räder. Und ihr seht, wir haben wirklich verschiedene Materialien. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass man halt nichts freischalten kann, soweit ich weiß. Ne? Also man hat einfach diese Materialien, oder kann man die? Nee. Scheint irgendwie alles freigeschalten zu sein. Also man kann von Anfang an immer mit dem gleichen was machen. Wir können jetzt mal versuchen, ob wir mit diesem Fahrzeug das auch schaffen. Ja, ich denke mal, es geht nicht. Ich habe es noch nicht versucht. Die Hühner platzen. Moment, wir... Ich finde das irgendwie geil, dass man hier die Tiere zerstören kann oder töten kann. Ja, ihr seht, wir kommen da irgendwie nicht rauf. Das heißt, wir können zurück. Und jetzt müssen wir hier was bauen, ja. Die Frage ist jetzt, was bauen wir da am besten?
Und ich würde sagen, wir müssen ja irgendwie hoch. Ne? Also das muss ja irgendwie höher sein, damit wir hier rankommen. So, dann machen wir das doch irgendwie so. Irgendwie, ne? Ich glaube, mit dem. Nein, das ist eine andere Taste oder ein anderer Schalter. Hier, genau. Damit können wir jetzt das Ganze auch nach oben und unten verschieben. Also wie das nach oben gehen soll. Ah, so, oben und unten. Dann, ja, wir schieben das ein bisschen runter hier, damit wir auch sehen, wie hier die Höhe etwa eingestellt werden muss. Ein bisschen nach rechts. Die Frage ist halt, soll ich, ach, weißt du was, wir machen das anders. Wir machen das anders, wir löschen das alles. So, dann gehen wir hier in die Basics rein. Hier haben wir diese Gelenke, von denen ich gesprochen habe. Ja? Also wir machen jetzt hier ähnlich dem vorherigen Fahrzeug. Machen wir da auch. So. Wir können das sogar noch ein bisschen länger machen hier auf der Seite. Voilà. Dann hauen wir hier noch ein bisschen was raus. So, es gibt auch Waffen, die man benutzen kann. Ich habe bisher noch keine benutzt. Also ich habe wirklich bis hierhin gespielt. Ich habe dieses Gebäude auch nicht eingerissen. Weiß von daher nicht, was uns mit den Waffen erwartet, aber die muss man, glaube ich, selber aktivieren. Dann, es geht nicht von alleine. Wir schauen das Ganze mal uns dann an. Wir machen jetzt hier diese Gelenke ran. Genau. Dann können wir das Fahrzeug auch ein bisschen steuern, soweit ich, also, das ist genau das Problem jetzt, ne? Macht das Sinn, die Gelenke hier zu haben? Dann kann ich das steuern? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. So, wir hauen da jetzt mal die großen Räder ran. So richtig schön große Räder. Große Räder sind meistens gut, ne? So. Dann, was brauchen wir dann wohl noch? Wir können da Waffen. Jetzt haben wir hier verschiedene Waffen, die wir auch aktivieren müssen. Ihr seht hier, Press Y zu Pull. Vakuumblock. Speziell. So, was haben wir denn hier? Bomben. Bomben sind sicherlich nicht schlecht. Würde ich sagen, wir setzen hier. Wir machen das so. Ich mache da einen Block. Wenn ich das jetzt das Größere. Hier. Hier noch einen kleinen Block reinpfeffern. So. Ich setze hier einfach Bomben rein. Dann fahren wir mit dem Fahrzeug in die Bomben rein und zerstören das Ding so. Das ist so mein Plan. Da muss man immer. Muss man ein bisschen gewieft sein. So, aber ob das dann Sinn macht, auch physisch. Also physikalisch. Wird sich gleich zeigen. So, die Bombe. Ich habe noch Flaming Ball. Was auch immer das mag, sein mag. Ich setze die Bombe jetzt einfach mal hier hin, ne? Machen da jetzt mal alles voller Bomben. Das funktioniert? Keine Ahnung. Oh, da sind wir zu hoch. Da müssen wir das Ganze hier ein bisschen runterschrauben. So. Sehr gut. Dann weiter Bomben hinstellen. Man hat nie genug Bomben auf seinem Fahrzeug. Das kennt man. Jetzt ist dann die Frage, ob das vielleicht ein bisschen zu viel Last nach vorne hat. Also wir sollten dann wahrscheinlich hier hinten auch ein bisschen Last drauf machen. Die Frage ist halt, wie. Komm hier, jetzt das so rein. Ich muss hier auch irgendwie was Schweres drauf tun. Was haben wir denn hier noch? Wir haben da noch verschiedene Slider und, ne, das ist, hast du nicht gesehen? Also tausend Sachen. Ich mache jetzt hier die Peaks. So, einfach, dass es geil aussieht, ne? Nützt zwar nichts, aber gibt ein bisschen Gegengewicht. So. Wir machen hier. So. Einfach so einen Gartenzaun quasi. Mit diesen Peaks. So, dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert jetzt. Ja, wir können jetzt das Fahrzeug runterladen. Oh, da kann ich nicht fahren. Oh. Was? Das ist jetzt. Wieso habe ich das geschafft? Hä? Hat das soweit alles kaputt gemacht? Wir können es doch mal wiederholen. Mal anschauen. Und.
Ja, aber ich möchte doch lieber mal schauen, wie das hier vorne ausgesehen hat. Kann ich die Kamera... So, noch einmal. Wieso? Das ist alles zerstört. Okay. What the fuck? Also man kann eigentlich immer nur mit Bomben schaffen. Und dann hat man das Ding gewonnen. So wie es scheint. Na komm, lass die Bomben fallen. Aber ist das Fahrzeug tatsächlich jetzt down? Also das Haus. Anscheinend schon. Seltsam. Sehr seltsam. Naja, wir machen das nächste. Was müssen wir da machen? Hier müssen wir was zerstören. Ich würde sagen, das ist Bullshit. Das ist richtiger Bullshit. Ich will was ich richtig steuern kann. Wir machen noch so ein Fahrzeug. Und zwar, ja, man kann sich natürlich wirklich richtig Zeit rein investieren hier. Die Frage, ob man sowas halt gerne macht. Also ich bin hier nicht so der Baukastentyp, ganz ehrlich. Ich bin auch, ihr habt es vielleicht gesehen, die Leute, die auch manchmal den Livestream schauen, Portal Knights. Da ist eher so ein Taichtiti oder ein Orekaikos, die da bauen. Ich bin dann eher so der Kämpfer- und Sammler-Typ, aber sowas ist nicht so meins, ne? Ist überhaupt nicht so meins. Aber, wieso zwischendurch, warum eigentlich nicht? Und wer irgendwie so Affinitäten hat, technisch, der hat natürlich da, kann richtig gut Spaß dran haben. Für mich ist es dann das wohl gewesen mit diesem Video und dann werde ich das Spiel wahrscheinlich nicht mehr anfassen, weil, naja, ist jetzt nicht so, ne? Wie gesagt, nicht so meins. So, wir nehmen hier noch weiter Blöcke. Ich will jetzt mal mit diesen Kanonen was ausprobieren, nicht die Bomben. Die Kanonen sollen es richten. Wir machen hier auch das Gleiche. So. Ich kann hier die auch noch so ansetzen. Genau. Machen wir hier eine ganze Fläche. Sieht ja ganz gut aus. Dann können die Bomben auch nicht so runterfallen vorne, ne? Würde auch Sinn machen, wenn ich mit Bomben weiterarbeiten würde. Was ich aber nicht vorhabe. Ich will jetzt tatsächlich hier einfach mal einen Grundstock bauen. Und ich mache das da weiter. Vielleicht mal schauen, ob ich mit einem Fahrzeug die nächsten, das will ich löschen, die nächsten paar Levels einfach so machen kann, ohne was dran zu bauen dann. Einfach einmal richtig was bauen und dann mal schauen, ob ich alle die Level oder so, wie weit ich da komme mit diesem einen Fahrzeug, ne? Na gut, spielt auch keine Rolle, bauen wir es halt so. Zu ist zu. So, dann machen wir hier. Da geben wir uns jetzt ein bisschen Zeit, um das zu bauen. Ja, so, das sieht doch gut aus. Ich bin ein guter Automechaniker gewesen. Ne? Da sieht man es. Also meine Fahrzeuge, die hätten echt... Das wäre auch was fürs Auge gewesen. Ups. So. Wenn ich da Fahrzeuge herstellen würde. Das ist der Sitz, ne? Ist klar. So, das kommt weg. Jetzt schauen wir mal, was wir da sonst noch alles hinstellen können. Ja, wir können jetzt da ein bisschen Materialien nehmen. Wir haben auch keine Ressourcen oder so, wo es dann irgendwann mal heißt, so Junge, jetzt ist aber genug. Ah, hier Spikes, das ist geil. Boah, das wird ein geiles Fahrzeug. Das wird ein richtig geiles Fahrzeug. So, hier mache ich auch noch Spikes ran. Aber nur die außen drei. Jetzt haben wir einen Drill. Oh, da kommt in der Mitte. Was? So geht das nicht? Wieso geht das nicht? Interaction. Muss ich da irgendwas vorher noch hinbauen? Wie zum Beispiel sowas? Kann ich dann hier den da ranbauen? Nee, geht auch nicht. Hm. Seltsam. Dann können wir das aber auch wieder weghauen. Wo ist es denn? Da ist er. So. Was wollen wir denn da noch ran machen? Oh, Schutz brauchen wir natürlich auch noch. Irgendwelche Platten, die uns da schützen. Ja, können wir aber hier schlecht anmachen.
Wie es ausschaut, wie kann ich die drehen eigentlich? Ich weiß gar nicht. Mit R? Ja, mit R. Alles klar. So, das bringt recht viel. Ja, das ist richtig gut gemacht. So. Ich will ja auch noch Kanonen. Crossbows. Aber ich will da richtig hier Explosive Rockets. Okay. Die können wir auch drehen. Ist die Frage, was ist vorne, was ist hinten? Das sieht... So ist wahrscheinlich vorne. So. Dann machen wir hier eine ganze Linie davon. Ja, wir haben es vorhin bei den Bomben gesehen. Das Ganze ist recht instabil. Und deshalb, damit die da nicht irgendwie wegrutschen oder so, machen wir da hinten. Genau, machen wir hier eine Linie, damit die da nicht wegrutschen können. Ne? Der Rotmack ist ein cleveres Bürschchen. Ja. So. Die da richtig schön eingemauert. Wir können hier auch noch hochbauen. Machen wir auch. Also ich muss sagen, so langsam aber sicher, macht mir das Spiel wirklich noch Spaß. Irgendwie. Ein bisschen bauen und rumtüfteln und so. Bin dann gespannt, wie das Ganze dann funktioniert. Ich baue jetzt hier eine halbe Stunde oder so ein scheiß Fahrzeug und dann versuche ich das und sehe, dass es physikalisch gar nicht möglich ist. Es hat auch sehr viel vorne, ne? Wir müssen dann schauen, dass wir hinten das auch noch hinkriegen, dass wir da nicht allzu viel Gewicht verpulvern. Also dann nicht Übergewicht haben vorne. Mal so ein bisschen versuchen. Dann, was da sicherlich helfen könnte, sind Schutzplatten. Die sind ganz... Wo sind die? Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Sind die Schutzplatten für... Ah, schau mal. Ist nicht doof, ne? Der Rockmack macht hier Schutzplatten an. Damit das Fahrzeug ja auch keine Probleme kriegt. So, dann haben wir hier... Machen wir die Schutzplatten hier ran. Sind auch schwer, das heißt, es befestigt, es beschwert hier... Das Ganze auch gegen hinten. So. Ist einfach irgendwas. Ne? Aber die Kanonen, die gefallen mir. Ich glaube, mit T aktiviere ich die dann. Die gefallen mir verdammt gut. So, Holder. Das ist ein Holder. Keine Ahnung, aber macht keinen Sinn. Da habe ich noch so ein Rad hingepfeffert. Ja gut, warum auch nicht, ne? Kann man sich auch geben. Kann man hier noch ein paar Räder hinmachen. Sieht einfach gut aus. Bringt wahrscheinlich nichts, aber sieht gut aus. So, wie ich finde. Jeder andere sagt, Junge, was machst du hier eigentlich? Aber ich finde das Ganze in Ordnung hier. Das sieht schön aus. So. Ja, Waffen. Ansonsten, ich finde Waffen natürlich... Waffen dürfen nie zu wenig da sein, ne? Wir müssen dann schauen, dass wir hier noch mehr Waffen hinkriegen. Hier mit T aktivieren wir die Rockets. Aber dieser Drill, wieso der nicht funktioniert, das ist... Ah! Da hat doch was irgendwie... Ja, das geht nicht. Okay, aber können wir dann hier noch irgendwas... Das sind Schwerter. Dann setzen wir hier auch noch zwei, aber das geht auch nicht. Warum geht denn das nicht? Was müssen wir denn hier haben? Da müssen wir irgendwas anderes haben. Wir können auch fliegen. Wie geil ist das denn? Flying Block. Bringen wir das Ganze noch zum Fliegen hier. Alter. Wie geil wäre das denn? Wir setzen das mal drauf. Für den Notfall. Wenn wir plötzlich wegfliegen müssen. Aber das geht auch nicht. Wieso können wir das nicht? Wo können wir denn das hinstellen? Hier. Ich setze mal auf der ganzen Seite die Dinger hin. Aber vorne geht leider nicht. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen rausbauen. Falls wir wegfliegen müssen. Falls wir den Krieg verlieren. Dann fliegen wir einfach weg. So einfach ist es. So, und ich sehe gerade, wir haben schon wieder 20 Minuten hier gespielt quasi oder gebaut. Die Zeit vergeht relativ schnell bei dem Spiel, wie man merkt. Da kann ich noch segeln. Also mit O können wir fliegen. Mit T können wir dann schießen.
haben wir denn sonst noch hier? Das sind immer noch die Platten. Angriffsdinge. Mechaniken. Aber das ist alles, ne? Keine Ahnung von dem Zeug. Wofür wir das gebrauchen können. Das sind die Blöcke. Komm, wir spielen mal so. Wir schauen uns das jetzt mal an. Wie sich das Ganze verhält. Boah. Ach du Scheiße, das war zu schwer. Oder? Das Ding ist zu schwer. Ich kann nicht... Das ist vom Runterfallen, hat sie die Achsen verbogen. Scheiße. Müssen wir da was... Weil, schaut mal. Klick. Wie geil ist das? Okay, wir machen das anders. Und zwar setze ich den einfach weiter runter. Dann fällt er nicht so hoch. So. Geht trotzdem nicht. Ist zu schwer. Alter. Kann ich schießen? Ich schieße jetzt mal. Mal schauen, was da passiert. Wenn ich jetzt hier ein bisschen weg, damit wir auch sehen, was passiert. Aber mit O kann ich auch fliegen, genau. Aber ist auch zu schwer, ne? Wir sind einfach zu schwer. Ich muss die ganzen Platten wegnehmen. Ich sehe das. So, ansonsten schießen mit T. Da habe ich mir quasi selbst ein Ei gelegt. Was war das denn jetzt bitte? Schauen wir das nochmal an. Was war das denn? Nein. Mit T. Ah. Das ist, ja, das ist der falsche Weg. Okay, gut. Dann machen wir das halt. Den anderen Weg. Wir müssen jetzt relativ viel, nicht das Ganze löschen. Ich will nur ausradieren. Und zwar das hier alles. Ja, alles weg. Ja, dieses Level schaffen wir noch. Dieses Level schaffen wir noch. Die ganzen Platten, die zumindest da hinten, müssen ganz bestimmt weg. Die sind für gar nichts. Hält es so, die Achsen? Ja, hält immer noch nicht. Okay, dann nehme ich da hinten mal. Ich denke, das ist so breit gebaut. Das muss nicht so viele Platten haben. Ist immer noch zu hart. Ja, die Dinger, die bringen mir auch nichts. Der fliegt ja nicht weg. Die sind einfach zu schwer. Was? Wieso fällt denn das runter hier? Wieso fällt das runter? Habe ich da was gelöscht? Nee, ne? Machen wir halt hier. Junge. Ich will das hier ran machen. Na, hier. Nicht so. Ah, das ist ja die Löschfunktion, klar. Der Rotmack wieder, ne? Mache ich das halt noch so, damit das hier nicht runterfallen kann. So. Wie sieht's aus? Immer noch zu schwer? Immer noch zu schwer. Das ist jetzt aber echt doof. Wieso ist denn das zu schwer hier? Die Achsen. Die müssen verstärkt... Ah, weißt du was? Ich kann die... Wenn ich die Platten hier weglösche, sind die das Problem? Sollten eigentlich aber nicht. Die sollten ja nicht unbedingt... Ich muss mehr... Ah, weißt du was? Wir machen einfach mehr Räder dran. Ja, der Rotmack ist ein schlauer Bursche. Der macht einfach mehr Räder dran. Und zwar machen wir das... jo. Welche hatten wir denn da? Basics? Hier. Hier eins. Hier eins. Geht das? Ja, das funktioniert. So. Ah, jetzt ist stabil. Jetzt ist stabil. Sehr nice. So. Also da muss man schon ein bisschen mehr berücksichtigen, als einfach nur das, was ich normalerweise berücksichtigen würde. Oh Mann. Okay. So, dieses Rad kommt hier rauf. Das kommt hier drauf. Perfekt. Warum dieser Block hier immer runterfällt, das verstehe ich aber auch nicht. Ah, hier wurde was raus. Oh, hier hat es was rausgelöscht. Einfach so. Einfach so. Machen wir das wieder rein. So. Jetzt können wir die Kanonen wieder reinmachen. Und zwar diesmal in der richtigen Reihenfolge, bitte. Oder den richtigen Weg. Und zwar... Nein, was mache ich denn? So, und zwar nicht so. Sondern die müssen ja fliegen. Das geht nicht. Ich glaube, ich weiß auch warum. Nein, den will ich nicht hier.
So, ich glaube, ich weiß auch warum. Weil die müssen hinten natürlich die Möglichkeit haben, wegfliegen zu können, ne? Ich glaube, das ist das Ding. Weil sonst springt es natürlich das eigene, sehr eigene Sache in die Luft. So. So ist besser, ne? Aha. Sehr gut. Jetzt bauen wir hier eine ganze Linie von Granat. Ja. Muss ein bisschen weiter hinten bauen. Weil sonst fliegen die vielleicht vorne raus. Ups. Na, das machen wir alles auf die gleiche Linie. Also da sind wir perfektionistisch. Das geht natürlich gar nicht. So. Die müssen schon alle auf der gleichen Linie sein. Sonst kann ich nicht schlafen. So. Jetzt schauen wir das Ding mal an. Bisher hält es. Schauen wir mal, ob wir was fahren können. Oh. Ja, die Räder sind nicht ganz perfekt dran. Da muss man... Da müsste man ein bisschen mehr Abstand halten. Alter! Oh, jetzt bin ich erschrocken. Okay, hat nicht funktioniert. Das mit den Rädern müssen wir anders machen. Das mit den Rädern, das geht nicht. Das ist schon eine halbe Stunde fast. Junge, Junge, Junge. Keine Angst, wir sind bald durch. Ah, die drehen in die andere Richtung. Wieso drehen die denn in die andere Richtung, die Räder? Das macht natürlich keinen Sinn. Da müssen wir natürlich eingreifen. So. Wie sieht's hier aus? Hier auch. Die gehen in die andere Richtung. Da blockieren die sich natürlich gegenseitig. Das ist klar. So. Die müssen, ja, jetzt ist gut, ne? Alles in die gleiche Richtung. Dann schauen wir nochmal. Ich will immer mit WASD fahren. Dabei, die gehen schon wieder in die andere Richtung. Wenn ich jetzt schieße, kann ich da was gut machen. Naja. Komme ich ins Ziel? Sehr speziell. Schaut euch die Räder an. Junge! Nee, das geht so nicht. Ich muss das anders machen. Und zwar... Eieiei. Da kann man sich also echt drin verlieren. So, weg damit. Wir hauen hier einfach... Das kommt auch weg. Da sagt er einfach... Haut er einfach. Hauen wir einfach Sachen raus. Ist natürlich klar. So, und zwar einfach so. Einfach so. Mal schauen. Geht das jetzt besser mit der Steuerung? Wieso gehen die komplett in die in verschiedene Richtungen, diese Achsen? Ja, tschüss. Oh Mann. Da bin ich so lange dran. Und was mache ich damit? Nichts Schlaues, ne? Das ist gar nichts. Wieso drehen die Achsen in verschiedene... Ich glaube, das ist das große Problem. Nein. Kamera, ich will die Kamera mal wieder so, wie man es reset Kamera. So. Ich glaube, die Achsen sind das Problem, ne? Aber die sieht man da gar nicht, wie die... Oh, nein, 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 nein. Nicht so viel weghauen. Also das Level müssen wir noch schaffen hier. Das geht auf keine Kuhhaut, sowas, ne? Da, kann ich nicht mitleben. So. Jetzt löscht dieses Rad. Wir haben ein riesen Radproblem. Was nicht funktioniert, ist das Ding mit den Rädern. So. Müssen wir jetzt irgendwie Lösungen finden. Aber da müssen solche Achsen ran. Sonst funktioniert er sonst nicht, ne? Nochmal von Grund auf hier. Grundmaterial. Das dreht in... Ah, die drehen von oben nach unten, so wie sie jetzt sind. So macht das, glaube ich, Sinn, ne? Seitwärts. Wollen wir gleich sehen. Dass so jetzt mehr Sinn macht. Das war das Problem, I see. Vielleicht war das das Problem, ich weiß nicht. So. Ja. Viel besser, oder? Viel besser. Aber die drehen jetzt komplett in die andere Richtung, als ich eigentlich hier mit der Maus angebe.
Und das ist auch sinnfrei. So, wir schießen da mal in die Menge rein. Das geht nicht wirklich weit. Bringt auch nicht wirklich viel. Aber können wir das Zeug zerstören, was wir zerstören müssen? Wir zerstören unser eigenes Fahrzeug. Alter Falter. Okay, weißt du was? Wenn ich das jetzt so mache. Oh, nein, 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 nein. Ja, vorsichtig. Da brennt was. Da müssen wir dann ausweichen, ne? Machen wir das mal so. Nein, wir haben uns selber abgeschossen. Und jetzt brennt uns die Karre ab. Alter. Einfach nur Bullshit. Einfach nur Bullshit. Ich zerstöre das alles. So. Dann mache ich jetzt hier, das geht mir auf den Senkel. Wir werden das hier nicht schaffen. Wir werden das nicht schaffen. So. Und zwar werde ich hier... Komm, mach die Blöcke. Genau. Das ist gleich lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir machen jetzt einfach ein Standardauto. Und dann hauen wir hier einfach mal alles weg. So sieht's aus. Also Standardautos sind ja keine Autos. So. So eins, wie wir beim ersten Mal gebaut haben. Jetzt habe ich hier echt eine halbe Stunde gebaut. Also eine halbe Stunde gehabt. Für verschissene kleine zwei Level, ne? Es ist schon Wahnsinn. So, jetzt kommt das hier. Kommt hier ran. Das hier. Hier und hier. Dann kommen die Räder ran. So. Jetzt machen wir hier gar nicht so lange, wie das hier gewünscht wird vielleicht. Wir machen jetzt hier einfach wirklich Tempo Teufel. Kann ja nicht so schwer sein. So. Wieso bricht das hier? Das muss doch befestigt werden. Das ist gebrochen in der Mitte. Naja, egal. Ja. Was muss ich denn überhaupt zerstören? Muss ich nur in die Mitte fahren können? Ah, das ist ein Minenfeld und ich muss nur in die Mitte fahren, oder? Sehe ich das richtig? Da müssen wir das natürlich ganz anders angehen. Da müssen wir das natürlich ganz, ganz anders angehen. Und zwar machen wir hier... Moment. Hier und hier. So. Je zwei Räder. Das wird aber auch nicht funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei. Jetzt schauen wir mal. Das ist nicht wahr, oder? Das. Ja. Komm. Das schafft. Das ist wirklich ein Minenfeld. Ah, da hat's eine Mine. Ah, jetzt sehe ich die Minen auch. Okay. Das müssen wir anders machen. Junge, Junge, Junge. Wir kommen hier nicht voran. Es ist Wahnsinn. So, dann mache ich einfach hier und hier. Aber warum die so krass... Das dürfte doch nicht sein, oder? Hier ein Rad und hier ein Rad. So, und jetzt? Das kann ich halt auch nicht steuern. Wie sich das einfach dreht. Das geht nicht. Da muss man erstmal herausfinden, wofür hier welche Teile sind. Wir machen das noch kleiner. Hier ein Teil. Und hier ein Teil. Aber ich muss ja irgendwas, muss ich ja draufhauen, damit ich die Räder so ein klein wenig, damit ich ausweichen kann oder so, ne? So, wie schaut das jetzt aus? Gar nicht. Alter. Ich gehe hier nicht weg, bis wir was gebaut haben. Und das ist genau das, was ich meine. Ich habe überhaupt keine Affinität zu dem Ganzen. Und ich kann jetzt hier natürlich Ewigkeiten stehen bleiben. Ne? Ewigkeiten. Aber ich frage mich tatsächlich, wieso... Wieso das mit den Achsen so seltsam geht. Es sollte doch viel, viel einfacher gehen können. Aber ich muss irgendwelche Achsen ranhauen. Oder muss ich das
es schleuer, wenn ich das so mache jetzt. Ich habe das wieder gedreht. Vielleicht war das immer noch falsch eingestellt. Das würde natürlich dann vielleicht Sinn geben. Ah, das macht keinen Sinn mit der Kamera. So. Schau es dir an. Schau es dir an, ey. Wieso dreht denn der nur nach oben und unten? Wink, wink, wink. Wie das, ja. Wenn ich da reinfahre, boom, oder? Ah, ich bin höher. Ah. Komm. Ich schaffe das. Mann! Muss doch hier nur zu diesem Fleck rüber wahrscheinlich, oder? Komm. Nein, das ist ne... Ja, jetzt. Komm, 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 komm. Und die Räder drehen immer noch weiter, die schon abgefallen sind. Und das letzte Teil, es schafft es nicht. Oh, Mann. Okay, das macht so keinen Sinn. Wir löschen hier wieder alles. Alter. Weißt du, andere sind hier durch wie nix. Aber ich hier... Ich brauche halt meine Zeit. Versuchen es doch mal so. Das müsste eigentlich jetzt so theoretisch funktionieren, wenn das so nach vorne und hinten... Also nach links und rechts geht das jetzt. Versuchen wir es nochmal. Das sieht besser aus. So. Jetzt muss ich nur noch den Bomben entkommen. Genau, nochmal. Gehen jetzt hier von der Seite lang. Aber wie ich hier... Diese Schafe. Mein einziges Ziel ist es, die Schafe hier zu bezwingen. So. Aber das ist genau... Ich verstehe nicht, wieso ich da keine richtigen Kurven machen kann. Die meisten von euch verstehen das wahrscheinlich... Nein! Nicht! Nicht! Ich war schon fast am Ziel. Wieso kann ich da keine normalen Kurven fahren? Was ist denn mit diesem Gelenk hier nicht in Ordnung? Alter. Ah, weißt du was? Ich mache das anders. Und zwar setzen wir uns hier. Noch ein bisschen höher. Nein! So. Setzen wir da unten die Räder ran. Denn dann können die Bomben uns nichts abhaben, ne? Wenn ich nur vorne vielleicht... Macht das Sinn? Ja, natürlich. Ein Auto hat ja das auch so, ne? Alter, Rotmeck, einfach keine Ahnung. Wenn ich nur vorne Gelenke habe... Dann kann ich vorne steuern und hinten gibt es einfach Antrieb, ne? Ist ja kein, Macht das so Sinn? Macht das... Ja, jetzt... Oh, Achtung. Oh, Bomben. Nein, aber komm, das schaffen wir schon damit. Aber die müssen ja... Alter... Wie ich hier rumeidle damit. Mit diesem Fahrzeug. So, hier von hinten ran. Ja, weg da, ihr Schafe. Ich habe eine Mission. Das ist nicht wahr, oder? Alter Verwalter. Wir brauchen vielleicht doch die 45 Minuten. Ich dachte, das kriege ich hier in 30 Minuten rein, dieses Video. Aber... So wie ich das hier mache. Wir haben noch nicht vorne und hinten diese Gelenke. Das macht doch keinen Sinn. Oder doch? Nee. Macht's nicht. Schau's dir an, das Fahrzeug. Wer will denn so ein Fahrzeug fahren? Ja, ein bisschen Anlauf holen hier. Weg da! Oh, oh, da ist eine Bombe, aber, komm, rein hier. Ich hab's geschafft. Junge.
20 Minuten für dieses scheiß Level. Wahnsinn. So. Ja, ihr habt gemerkt, ich bin hier nicht so affin dafür. Also das ist überhaupt nicht meins. Aber ich muss sagen, es macht doch auch Spaß. Und ich denke, wenn man da richtig begriffen hat, wie man welche Achsen irgendwie hinsetzen muss oder hinpflanzen muss, dann kann das ganz gut Spaß machen, weil es halt auch dann mit den Waffen und ja, da gibt es Möglichkeiten in diesem Spiel. Ich glaube, man muss sich auch manchmal schützen vor irgendwelchen Angreifern, deshalb auch die Schilde und so weiter. Also da ist schon Potenzial drin. Wie viel Geld man dafür ausgeben will, ist jedem selber überlassen, aber ich selber muss sagen, das Spiel ist jetzt genug angefasst worden für den Rest meines Lebens. Ich werde das wahrscheinlich nie mehr spielen. Aber andere, wirklich absolut, wer hier so ein bisschen bauen will, Baukasten-Sachen, so Lego, ne? So Lego-Technik und so, Freaks, gerne. Könnt ihr gerne spielen, natürlich. So, das war's also meinerseits. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten natürlich gerne auch einen Kommentar da lassen, wie findet ihr dieses Spiel? Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dafür natürlich hier gerne abonnieren, damit ihr auch kein Video verpasst. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotmac. Ciao.